uns zu Wer kennt sie nicht? Sie, die wie Läuse an der Kopfhaut ziehen und wegen dir nimmern bräuchte viele Therapien. Sie, die an dir kleben wie ein Klammeraffe und die du manchmal gerne erschießen würdest. Mit einer Waffe. Sie, die kleinen Biester, die kratzen und beißen, sich um jede Kleinigkeit reißen. Tür zu! Ganz zu! Wer kennt sie nicht? Es gibt sie in klein oder groß. Die Kleinen, ich sag nur, schlimm, schlimmer, am schlimmsten. Und aussehen wie unschuldige Engel, aber sein tun sie nervige Bengel. Die Großen, ich sag nur, stur, sturer, am stursten. Und mit dem Kopf durch die Wand. Meistens die Großen auch sehr arrogant. Tür zu! Ganz zu! Wer kennt sie nicht? Geschwister! Die täglichen Auseinandersetzungen, die jeder kennt, wo die Familie im ganzen Haus rumrennt. Bevorzugtes Thema? Die Fernbedienung. Der Kampf geht durchs Haus, bis einer fällt. Der Hund hinterher, der durchaus bellt. Die Mutter schreit, der Teller klirrt. Die einzig wichtige Frage, wer wohl der Sieger sein wird. Zu Hause geht es zu wie in der römischen Arena, bis sich den Fuß bricht. Die arme Lena. Halt, stopp! Jetzt komme ich. Ich bin älter. Scheißegal. Lass mich doch mal. Kannst du vergessen. Und du kannst mich mal fressen. Der Reim war minder. Es reicht jetzt, Kinder. Tür zu. Ganz zu. Wer kennt sie nicht? Geschwister. Eine Situation, die jeder kennt. Die Geschwister und ihr cooles Talent. Sie kommen mit fettem Grinsen ins Zimmer. Wenn du sie schon siehst, denkst du, es geht nicht schlimmer. Dann präsentieren sie ihr Supertalent. Ich kann es besser. Ist der Spruch, den jeder kennt. Dann geh doch zur Olympiade, um dich ist mir eh nicht schade. Dann bin ich dich endlich los. Dass du das schaffst, ist eh aussichtslos. Das Zimmer heulend verlassen, man kann sich endlich wieder mit seinen Dingen befassen. Doch dann ist der Aufreger groß, die Tür nicht zu, nur angelehnt. Man hat sich doch nur nach etwas Privatsphäre gesehnt. Lebst du in einem Tunnel ohne Türen? Kannst du die Zugluft etwa nicht verspüren? Tür zu! Ganz zu! Wer kennt sie nicht? Geschwister! Doch auf der anderen Seite so herzensgut. Schenken Bilder, die Kacke sind. Absolut. Und doch hängt sie Mama mit knallpinken Magneten an den Kühlschrank. Und lobt sie mit Schoki. Viel zu viel Dank. So schlimm sind sie dann ja trotzdem nicht, wenn man sie mit Süßen besticht. Und manchmal können sie ja auch nett sein, egal ob sie sind groß oder klein. Eine Hassliebe, von der man eigentlich ja profitiert. Zusammen hat man sich schon oft blamiert. Aber dieses Zusammen ist doch manchmal schön. An alle Geschwister ein großes Dankeschön. Auch wenn ihr manchmal nervig seid. Und ohne zu fragen unsere Dinge ausleiht. Lieben wir euch sehr. Und wir wissen, ihr uns noch viel mehr. Dankeschön.